Willkommen zurück zu The Witcher 2. Beim letzten Mal haben wir uns hier durchgekämpft, um jetzt hier König Foltest irgendwie das Tor zu öffnen. Wenn ich jetzt wüsste, wie und wo, dann würde ich das auch tun. Nur ich weiß nicht, wo und wie. Irgendwo soll es hier wohl irgendwas geben. Warte, hier ist auch noch was zum Einsammeln. Da sage ich doch nicht nein. Hier geht es nur zurück. Muss ich jetzt vielleicht zurück? Habe ich vielleicht den Schlüssel jetzt eingesammelt, dass ich jetzt hier durch die eine Tür gehen kann? Habe ich das vielleicht nicht mitgekriegt? Hier, Tür geöffnet. Okay, das ging nämlich vorher nicht. Hier haben wir nochmal eine Truhe. Die hat jetzt Vorhang. Abgenutzte Lederhandschuhe. Wir müssen gleich mal einmal hier so im Inventar so ein bisschen herumgurken. Einfach weil wir wahrscheinlich so das eine oder andere eingesammelt haben, was uns wahrscheinlich hilfreich wäre. So. Das hätten wir. Jetzt sollen wir mit Foltest reden. Aber, wie gesagt, zuerst hier einmal ab ins Inventar, damit ich euch das auch mal zeigen kann. Das Inventar ist ein bisschen unübersichtlich, beziehungsweise nicht unbedingt unübersichtlich, aber halt von der Steuerung her nicht unbedingt so das Optimalste, wie ich finde. Und von daher mal gucken. Wir haben jetzt diese tragen. Wir geben uns plus ein Rüstung. Diese geben uns bestimmt auch irgendwas. Das ist Kräuterkernhandschuhe. Und die geben uns Reduktion von Magieschaden und Blutresistenz. Da ist unseres eigentlich schon eine ganze Ecke besser. Was haben wir denn noch? Ich gehe mal hier so ein bisschen durch hier. Wir haben hier noch ein Kurzschwert, das wir hier anlegen könnten. Aber wir haben schon Grundschaden 9 bis 13, 10 bis 12. Chance auf sofortiges Tötung des Gegners plus 2%. Und das ist plus 1%, ist wäre an sich minimal besser, aber jetzt auch nicht so wirklich. Nächster Silberschwert ist das, was wir auf der anderen Hand haben. Dann haben wir jetzt hier unsere tollen Wurfwaffen und ich weiß nicht was wir alles da noch so haben können. Rüstung, da haben wir jetzt abgenutzte lange Lederhandschuhe. Da ist das immer noch besser, was wir haben. Einerschauungsresistenz. Heliotrop Wirkungsdauer plus 5, Bonus zum Zeichenschaden. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist jetzt nicht so viel besser, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ja, bitte unbedingt. Das hier wiederum gibt uns mehr Resistenz, Gift und Blut. Zwar weniger Einerschauungsresistenz, das andere gibt uns aber plus 5 Vitalität. Ja, ist auch unseres besser. Ist jetzt nicht so unbedingt das Beste vom Besten, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ist das geil. Aber, naja, gut. Hier auch nochmal ein paar Fallen, die wir anlegen können, die wir auch später mal benutzen können, wenn wir möchten. Zeige ich euch alles, wenn es dann soweit kommt. Wenn wir mal einen Gruppenkampf haben oder sowas, kann man locker mal eine Bombe einsetzen. Wollen wir es kann. Okay, jetzt sehe ich auch oben, wir haben eine Gewichtsanzeige. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu viel herumtragen. Mal irgendwas zu verkaufen bei Gelegenheit. Aber kommt Zeit, kommt Rat. So, König Foltest. Stehst hier einfach so rum, ja? Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der reichste. Yay, yeah, ich bin dekoriert. Eure Majestät beim Wort. Siehst du, Roche? Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen. Die sind später dran. Zum Tempel. Lass mich doch über die Elfen reden. Nicht? Dann nicht. Skoyatel, das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Foltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Naja, alles begann mit Tales. Wäre Tales nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Oh nein, er hatte recht. Seine Majestät Foltest, König von Temerien. Arthur Tales, der frühere Grafen Eswelt. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anaïs und Bussy? Fragt ihr nach den Königskindern? Strapazier meine Geduld nicht, Tales. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteht es, Foltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussy und Anaïs sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen.
Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tails, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schergen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Oh doch, das kriege ich hin. Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung! Hokus Pokus! Ja, dann schlagen wir mal, ne? Oder nicht zu laut. Wir schlagen ihn. Weil ich ja wohl die Hand erheben werde gegen so einen Geistigen. Aufs Dach gekriegt. So ist der Wolf satt und das Schäfchen noch heil. Okay. Bei einer Erstürmung kann alles Mögliche schiefgehen. Aber dieser Drache bringt das Fass noch zum Überlaufen. Mutant! Wechselbalg! Soll ich die töten oder was? Gut, finde Foltestkinder in der Einsiedelei. Bauernhütten brennen fantastisch. Ach. Es ist schon übergelaufen. Übergelaufen? Das Fass. Verdammt nochmal, unerhört! Geralt, du kennst dich doch aus. Kann man so einen Drachen zähmen? Hätte ich noch nie gehört. Genau. Es geht nur in WoW. Meine Leute. Hoffentlich ist es Marigold gelungen, sich zu teleportieren. Ganz bestimmt. Nun ja, wenn nicht, muss ein neuer Ratgeber her. Halt den Rand, Roche. Immer der Wahrheit ins Auge sehen. Vielleicht hat der Drache ihr... Oh, schön. Jetzt heißt es Drachen ausweichen, der Drache ja? Ist zurück. Ich kann nicht weiter. Du musst. Lauf weiter! Der ist aber süß. Und Patsch? Nein? Okay, dann nicht. Zahnstocher! Na super, jetzt sind wir unser Schwert los. Och nö. Brauch ein neues Echtsilberschwert oder Silberschwert allgemein. Wieder hast du mir das Leben. Wo kommt das auch immer wieder her? Du kannst mich bitten, worum du willst, Hexer. Natürlich in vernünftigen Grenzen. Ich verlasse euren Hof, Majestät. Und ich möchte Triss Marigold mit mir nehmen. Wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist dir doch mit Haut und Haaren verfallen. Das will ich doch meinen. Noch so ein Heiliger. Wer kommt da? Foltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Klar, Narbengesicht. Geht mal wieder weg. Ah, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht.
Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Bussy, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anaïs, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. Ich wusste, dass man Göttlichen nicht trauen sollte. Und auch nicht Scheinheiligen. Lauf, Geralt, lauf! Ja, spring doch hinterher! Nicht? Okay, dann nicht. Ist vielleicht ein bisschen tief. Aber nur so ein bisschen. Ja, das ist jetzt doof für ihn gelaufen. Kein Wunder, dass er in den Kerker gesteckt wurde. Weil es danach aussieht, als wäre er jetzt der Königsmörder.